Die Jenny, die angeblich abgesagt hat und trotzdem da ist. Wunderbar. Prima. Die Jenny Brandt wird uns einen 3D-Hubschrauber vorführen. Ich glaube, das ist der kleinere der Gemeldeten. Nee, ist das der kleinere von den Gemeldeten? Der 380er oder der 700? Der 380er, ja. Ein Goblin, 380, 3D-Hubschrauber. Ja, und die Jenny wird jetzt mal zeigen, was sie drauf hat. Guck mal, Andreas, du hast Goblin. Ist das nicht Gobelin? Gobelin. Ich kann kein Französisch. Aber nee, das ist der Maler, glaube ich. Ne? Das ist der Maler. Ne? Ist aber auch egal. Jenny Brandt hier. Der Vater schaut noch mit Wohlgefallen dahin. Mit dem kleinen Helikopter. Das Ganze ist noch ein bisschen finanzierbar. Aber die Jenny hat so ein bisschen, Luft aufgenommen aus der Jetfliegerei. Da hatten der Winnie Olgert und ich schon eine Menge Spaß in Gandakassee. Und da ist das Portemonnaie, bitte festhalten. Aber das macht sie klasse. Schauen Sie sich das mal an. Die Jenny. Da kann man nicht nur wie in der Politik Quotenfrau sagen, das ist eine waschechte Modellfliegerin. Und die zeigt hier den Jungs auch mal, wie man Heli fliegt. Elektrisch angetrieben. Bisschen Bodennähe mit diesen Goblin. Genau. Super macht sie das. Und guck dir mal, wie cool die da steht. Ich dachte, das können immer nur die Kerle. Ja, im Moment, die Kerle, die haben so diese typische V-Stellung. Ne? So ja, nee, aber so absolut entspannt. Jenny, wenn sie jetzt, man könnte meinen, sie hat noch eine Hand in der Tasche, aber nein, sie steuert. Das ist also, ist schon gut. Nee, super macht sie das. Und ich kannte sie bislang nicht. Hab sie heute Morgen kennengelernt. Super nettes Mädel. Und wie gesagt, lebt wie wir alten Säcke teilweise auch für den Modellflug, habe ich den Eindruck. Und fliegt ziemlich perfekt da vorne. Ja, die Frauen haben ja, Andreas, noch gar nicht richtig erkannt, wie gut die sind. Im Straßenverkehr sind die auch schon besser wie wir Männer. Also da wäre doch ein riesiges Feld aufzuarbeiten in der Modellfliegerei, oder nicht? Du sollst nicht lügen. Wieso? Ist doch so, statistisch erwiesen. Ach, statistisch, ja, das stimmt. Ja. Nein, aber auf Modellflugplätzen, und das mache ich jetzt ganz im Ernst, da fehlen die Frauen wirklich als Modellflieger. Wir hier im Verein, wir haben ja eine recht starke Frauengruppe, die aber nicht Modellflug macht, sondern uns einfach unterstützt. Teilweise auch Mitglieder sind im Verein und dafür sorgen, dass solche Veranstaltungen überhaupt funktionieren oder mithelfen zumindest. Aber es fehlen einfach die Modellflieger, Frauen, die auch Modelle steuern und bauen. Und da finde ich es ganz, ganz toll, dass die Jenny uns heute zeigt, dass auch Frauen oder Mädchen Spaß dran haben können. Wir hatten noch eine zweite Anmeldung, die Beatrice Richter, aber die hat leider abgesagt und sonst hätten wir die Frauenquote ein bisschen erhöht. Ja, eins ist natürlich auch... Mal eben zum Vater schauen. Ach, das bleibt noch ganz locker. Alles ist gut. Der Achim kann uns nicht hören, unser Platzwart. Aber da kannst du mal sehen, wie kurz man Rasen mähen kann. Ja. Und da war noch Wasser drin. Hast du das gesehen, Andreas? Ja, die hat das Wasser hochgescheucht. Ja, ja. Da war noch Wasser drin. Ja, das Schöne ist auch, Andreas, durch die Jenny gewinnen jetzt auch mehr junge Männer Spaß an dem Modellflugsport, ne, wenn die Jenny öfter fliegt irgendwo. Das könnte ich mir gut vorstellen. Kommen dann auf. Ne? Nicht nur unsere italienischen Freunde. Ja, die sind ja nicht mehr jung. Nein, aber die fühlen sich zumindest so. Ja, meinen ja, sie, ja, ne? Genau. Hör noch nichts. Ja, für mich immer wieder die Faszination, was überhaupt möglich geworden ist in der Modellfliegerei, sei es Hubschrauber, Brachflächen oder auch Jetmodelle. Durch diese elektrischen Antriebe, auch bezüglich der Flugzeiten, das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. Wenn wir nachher ein bisschen mehr in Gang gekommen sind, nehmen wir uns mal die Sprecherzettel dazu, dann können wir ein bisschen was zu den Antriebsleistungen sagen. Aber ich denke, bei dem 380er werden das schon irgendwie 1,5 kW sein. Oh, und süß, diese kleinen Kufen, hast du das gesehen? Ja, der hat ja so eine Rennverkleidung. Perfekt gemacht, die Jenny Brandt, bitte einen Applaus, meine Damen und Herren. Da lacht sogar die Sonne. So ist das. Wenn man gut fliegt, dann scheint die Sonne. So, mutige Männer vor. Jetzt zeigt mal hier, was Sache ist. Plan runter. Ja, Michael Breuer, sehe ich, baut jetzt auch schon seine gewaltige Do X auf.